Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Heiliger Schatz, als Rätsel, den wir in der letzten Folge noch gefunden haben. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja, es geht weiter. Wir lösen jetzt keine Rätsel, keine Sorge, wir machen mit dem Story-Attentat weiter. Was siehst du, Sadiki? Da ist auf jeden Fall auch ein Rätsel drin, was ich eigentlich auch sehr gerne direkt mitnehmen möchte. Je mehr wir finden, desto weniger müssen wir kaufen bei dem Typen. Also, wir haben es ja schon aufgespürt, so. Das heißt, dafür können wir auch keinen Schatz mehr kaufen. Keine Schatzkarte. Ich finde die Schatzkarten echt gut. Aber halt trotzdem, wollen wir halt trotzdem alles mitnehmen. Ne? Und irgendwie wird es halt irgendwie auch nicht auf der großen Karte angezeigt, wenn man Sachen findet. Oder irgendwie so ein bisschen. Auch so nicht, ne? Nur man muss halt schon richtig nah rangehen. Ist halt so ein bisschen. Naja, vielleicht kann man dann irgendwie. Da ein bisschen was machen. Mal gucken. Geh auf Erkundungsflug. Das ist der Schatz auf jeden Fall. Wobei, das ist auch erstmal nur. Ist auch noch nicht das Hauptattentat, ne? Das ist erstmal nur so ein kleiner Fisch. Weil jeder hat irgendwie mal so zwei Leute, ne? Gucken wir mal. Hi, wo bist du denn? Da ist er. Ich hoffe, das war jetzt sehr gefährlich, was ich eigentlich gemacht habe, ne? Was hat funktioniert? Ah ne, im Nadine der Befehlshaber treffen sich die Ordensmitglieder, okay. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch. Bin verarscht. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Na gut. Na komm, weg mit dir, du Penner. Wie meinst du, dass ich das getroffen habe, so? Nehmen wir den Schatz hier mit direkt und nebenbei mal, ne? So, weg mit dir. Leon wollte gerade eine Datei erstellen. Two Souls Platin. Ach so! Ah ja, mach das. Verstehe ich. Ja, irgendwann spielt das auch mal, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Hm. Was siehst du? Wo ist denn der Schlüssel? Ja, mal gucken, so ein paar. Da ist der Schlüssel. Ja, dann tun wir dann auch gleich mal das Rätsel, ne? Wo ist jetzt der Schlüssel? Also. Los, Enkidu. Auf dem östlichen Balkon. Das ist da drüben. Jo, da geht gleich mal gucken. Ich hole jetzt mal den Schatz. Weg mit dir. Ich habe ja immer noch hier meinen R3-Trick, ne? Den habe ich voll vergessen, dass ich den habe. Da spielt man mal ein paar Tage kein Assassin's Creed und vergisst die ganzen Fähigkeiten, die man besitzt. Bin da fast schon wie mit Gronk hier. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Nein. Das Rätsel bitte mit, dankeschön. Sogar alle Rätsel schon in diesem Gebiet nicht. Vielleicht gibt es eine Trophäe, alle Lammeobjekte einer Art zu haben jeweils. Lass deinen Blick schweifen. Das ist eine Schatztruhe übrigens. Na. Na gut, irgendwo. Vielleicht komme ich jetzt zum Schatz. Vielleicht ist der Schatz aber auch in dem Raum drin, in den ich rein will. Das war jetzt schon einige Mal so, dass wir jetzt ein, so schätze auch einen Attentatsbereich schon befinden. Sie
vertrauen mir den Schlüssel zu ihrem Privatraum an. Das ist doch was, oder? Du? Hast du es gesagt? Nö. Na du, ne? Dann wahrscheinlich. Nö. Ah, doch hier. Wo ist der Schatz? Ich hab da gerade so eine Idee, Leute. Ich habe immer noch so eine Trophäenvermutung, ne? Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ha! Immer das letzte Mal recht. Na, du hinten hast auch Bock oder nicht so? Komm mal her. Was legen wir dir? Einfach ein Schatz, der offen rumsteht. Das nehme ich halt auch sehr gerne mit, ne? So eine Schatztour, sehr schön, sehr schön. Schön erfolgreich hier bisher. Dann gehen wir doch mal jetzt diesen Raum so. Das war einfach, das war dumm so, ne? Sterb schon! So, weg mit dir, weg mit euch allen. Gib mir die Wertgegenstände. Jetzt unentdeckt sein, bringt ihr eh nichts mehr, ne? Würde halt also sein, es wäre jetzt nie hier gewesen, ne? Aber naja, muss ja keiner wissen, ne? Wenn jetzt irgendwelche neuen Zuschauer reinkommen, sagen wir einfach, wir waren unentdeckt, ne? Ihr verratet mich dann schon nicht, danke. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen guckt euch mal den Garten an, Leute. Ja, es gibt einen Eindringling. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Kann ich nicht direkt töten? Na gut, dann kommen wir halt einfach mal. Ist auch okay für mich.
Mhm. Neuer Haufen. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Gut, das ist doch direkt im Versteck, ne? Ja, genau, gehen wir mal direkt ins Versteck rein, so. Keine neuen Aufträge, finde ich gut. Ja, wir hatten nur zwei Aufträge offen. Aber könnten ja Auftragsreihen sein. Ja, ist er da unten? Ja, doch, der ist da unten. Essen. Immer wichtig. Gut, da bist du. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und El-Aeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens El-Aeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Ja. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass jetzt noch drei Ziele sind, die wir jetzt hier noch haben, aber naja gut, nur ist dann halt so. Mehrere Fälle enthüllt, ja? Dann zeig doch mal. Ja gut, ne? Was ist denn näher? Hinweis nicht gefunden. Ja, fangen wir einfach mal mit dem an. Wo steckst du denn, mein Guter? Ach, direkt hier. Ist ja. Ah! Da waren wir ja. Ne, ist ein anderer Ort. Ne, ist ein anderer Ort oder ist eine Truhe? Soll ich für eine Ausrüstungstruhe? Dann gehen wir da doch mal direkt hin, so, ne? Wo komme ich hier raus? Na, und natürlich ist halt. Natürlich dann entsprechend der Anführer. Aber den können wir jetzt noch nicht machen. Gefallensmünze der Macht. Sehr gut. So, einmal hier raus, bitte. Kaltes Wetter? Alle
Komm, Basim, benimm dich bitte. Was lang? Ich hätte schon so ein bisschen Bock auf God of War Betrayal. Auf dem 3DS. Okay, nee, ich glaube nicht mehr an diesen Run. Aber ich glaube noch an diesen Run, Tobi. Ich spiele Isaac. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Das ist gut, I guess. Der Pool. Ja, dachte ich mir. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. So ein Schmutzmann gerade. Dann glaube ich nicht mehr dran. Ja, ist ja gut. Ich weiß gerade eben schon, ne? Da habe ich keinen Weg reingefunden. Wir müssen mal gucken. Einfach mal so ein bisschen mich hier umschauen. Ist ja gut. Da ist halt auch zu, so, ne? Ich muss einen Weg reingeben, so. Der Vogel kann gerade da nicht kommen, ne? Oh, Taschendiebstahl. Naja, das sieht doch, die Seite sieht doch gut aus. Ja, da ist sogar ein Eingang. Sehr gemütlich. Gibt es denn irgendeine Ablenkungsmöglichkeit? Ja, ja, Schnauze. Gibt es irgendeine Ablenkungsmöglichkeit? Griechen sind gerissen. Die Feuerschleuder. Kein Interesse. Hau ab. Nächste Woche habe ich Dienst am Kassel al-Hassani. Das Bild. Nicht dieses Tor. Weißt du, wenn eine Silberzunge und Radikalen. Pling, Hinterhalt. Gut gemacht. Ah, 10 Wachen und Fallen tappen lassen. Na cool. Irgendwie sind die nicht gestorben. Oh, hi. Augenblick. So, hi, ich bin drin übrigens, so, ne? Ich wollte mal nur Hallo sagen. Ihr habt die Stromrechnung nicht bezahlt. Ich, fordere jetzt Blut. Den verarschen? Warum? Wie hast du mich jetzt gesehen? Was machst du da jetzt? Was wird das, wenn du fertig bist? Ja gut, ne? Ich bin wirklich ein Verborgener, ne? Aber manchmal kann man halt nicht verborgen sein, ne? Das ist ja bekannt. Ja, ich kann den Kilo nicht rufen, weil, Bogenschütze. Ich geh mal zum Schatz, ne?
Ich würde da gerne irgendwie hochteleportieren, tatsächlich, gerne. Ich habe keine Zivilisten verletzt. Weg mit dir. Okay, wo ist der Schatz? Da ist er. Und da ist der Typ. Okay. Gut, mal, dass ich mal den Schatz bekomme. Nur wenn ich jetzt schon hier drin bin. Ah, da ist ein Schlüsseltyp. Okay, den brauchst du wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Muss nur einen Weg da reinfinden, ne? Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Ja, da, okay, da ist der Verschluss, okay. Damit kann ich arbeiten. Ich leg mal jetzt einfach mal ganz naiv auf der anderen Seite, ja. Na komm, wo bist du? Da. Na komm. Nicht so ganz, dann fällt doch auf der von der Leiter aus. Na, da ist der Schatz im Weg. Und da ist wieder alles dicht. Also muss schon das hier sein, so, ne? Man kann es einfach. Hilft bestimmt, wenn ich näher rangehe an den Bildschirm. Komm, da ist es doch. Ah, da war es gerade. Mist. Ah, oh, fuck, da war es gerade. Meine Güte, ey. Das ist schon wieder für eine Fummelarbeit. Ein Blick hier. Das macht halt echt keinen Spaß, ganz ehrlich. Ich hoffe, Black geht jetzt einfach ruhig. Keine andere Möglichkeit, da reinzukommen. Ja, komm. Das sieht doch viel besser aus hier. Wenn ich mir das mal hier oben anschaue. Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. Lauf doch nicht! Das ist einfach nur Schmutz, ganz ehrlich. Ich muss das doch irgendwie aufsprengen können.
Ist irgendwo Sprengstoff? Hab ich Sprengstoff? Weil vielleicht? Ja, wirklich einfach eine Fackel reinschmeißen und dann, keine Ahnung, gewinne ich oder so. Ich sag mal so, da unten hat er wirklich mehr Glück, so, ne? Warte, hier ist Sprengstoff. Warte, das sieht gut aus. Okay, nicht die Leiche nehmen, den Sprengstoff, bitte. Kann ich damit jetzt klettern? Nein. Kann ich damit hier hochlaufen? Ah, okay, verstehe, okay. Ja, nettes Rätsel so, aber boah. So, hi. Gib jetzt her. Wollen wir aufmachen, bitte. Unnötige Zeitverschwendung. Ah gut, wir haben es geschafft. Okay, wo ist der Schlüsseltyp? Anvisieren, anvisieren. Ah, ist okay. Oh, er hat so einen konterbaren Angriff gemacht. Aua. Das kann ich schon. Aua. Was war das denn jetzt? In welcher Welt war das denn Schaden? Ein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Ja, hier. Das sieht nach Kampf aus, tatsächlich. Hi. Ein Moment. Das wirst du bereuen. Ich bin ein gefürchteter Krieger. Hast du nie von mir gehört? Ich hörte, du bist ein Feigling, der den Ruhm für die Tapferkeit anderer einheimst. Eine Nachricht. El Mardichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison gestellt. Einer wäre erledigt. Nun zu Ella Eshma. Zwei Fertigkeitspunkte bekommen. Das höre ich doch gerne. Kannst du damit irgendwas machen? Ja, okay, kann man jetzt Lebensmittel kaufen. Luftangriff. Er kann auch was kaufen, so. Erhöht den Bewegungsradius des Adlerauges. Ja, das kommt. Ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz gut. Da wollte ich, glaube ich, auch hin, ne? Das ist hier automatisch Gegner hervorhebe beim Stealthen. Finde ich super. Nehme ich mal. Braucht wahrscheinlich 4 für, ne? Nicht 5 sogar, okay. Na,
Das dauert nicht lange. Ja, warte, Schuss. Renn doch, wenn ich die Taste drücke. Ich hasse Rennen auf L3. Wie komme ich hier raus? Ja, ich auch nicht, tatsächlich. Der Todessprung an der Stelle. Nutzt den Flaschen. Bayek! Das ist schon ein geiles Game, so, aber manche Sachen funktionieren einfach nicht. Was soll denn das für ein Müll? Einfach abschoppen. Bring der jetzt runter! Ich hab keine Rauchbomben mehr. Der jagt, mich jagt doch keiner mehr. Okay, danke. Ja, bald rast jetzt aus bei dem Spiel, ne? Freut euch schon drauf, ich hoffe doch. So. Wo muss ich denn als nächstes hin? Da hinten? Ja, okay. Aber das hat wirklich den gleichen Bezirk ist wie auch die, das andere hier, ne? Das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, finde ich immer noch so ein bisschen illegal. Na gut, machen wir das direkt. Wir haben noch Zeit und was anderes möchte ich auch nicht machen. Könnt ihr euch mal ein paar Sachen einkaufen, so, ne? Ich kann ja mal, wenn ich nochmal beim Schneider oder Schmied vorbeikomme, nochmal gucken, ob ich irgendwas aufrüsten kann. Weil dafür sammelt es ja auch diese Truhen, um halt diese Verbesserung freizuschalten. Aber dort so kann ich mir halt dann auch gut, naja, Baumaterialien kaufen, ne? Weil ich auch gar nicht mehr so viel brauche. Wobei, ich muss auch das letzte Ausrüstungsstück komplett aufleveln, ne? Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Kein Sperrgebiet, okay. Es war zu groß, Sadiki. Verzeih. Geht fort mit dir. Das Kalifen war wieder bei den Leuten. Sie waren so zornig, dass sie auf Griechisch angeschrieben haben. Werde ich immer. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Tja. Was liegt da hinten für eine Leiche? Du bist nicht willkommen. Geh. Jetzt stirbst du! Ich bin verarschen. Na, jetzt kriegt das doch keiner mit hier, ne? Was ist hier los? Was bist du für einer? Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Hi. Weg mit dir an der Stelle. Ah, warte. Hier noch was? Nö. Brauchen wir noch einen Hinweis. Ah, ne. Okay, wir haben schon alle Hinweise, okay. Ja gut, dann. Ah, jetzt geht's da hinten hin. Okay, ja. Geh ich da nochmal zu Fuß hin, so. Kann ich ein Boot nehmen, so? Hat dein GTA immer sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist, glaube ich, jetzt ist wirklich ein Boot genau das, was ich brauche.
Ich fahre doch hier nur vorbei. Ich bin doch nur ein Hobbytaucher. Nicht diese wunderschöne Paddeln. Folgenden gesagt, wir haben noch ein bisschen. Da ist doch schon auch was drin, ne? Kann gut sein, dass da dann der Typ dann chillt, ne? Das Hauptattentat, ne? Sieht doch so ein bisschen danach aus. Ich denke mal, wird dann auf jeden Fall dann gleich nochmal eine vierte Folge hier im Stream geben, wo wir dann halt dieses Attentat machen. Und dann gucken wir mal. Haben wir dagegen gewackelt, gedongelt. Komm, nimm mal. Nimm mal das letzte Elixier. Irgendwie wackelt das Boot, keine Ahnung. Aber schön, dass es leid ist, dass es G2 einfach solche Gondeln gibt, ne? Oder solche Boote. Ich mag's. Okay, ich bin da. Aufsteigen bitte. Eine Schatztruhe. Die kann ich eigentlich gar nicht so krass versteckt sein. Er ist ja Wildnis wieder, ne? Da ist ja alles ein bisschen anders geregelt. War klar, dass ich zum größten. Vor uns kann sich nichts verstecken. War klar, dass ich zum größten. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht auf. Ja. Da oben ist der Schatz, ne? Da ist auch der Schütze, so. Und daher ist es auch in doppelter Hinsicht ganz gut, da mal hinzugehen. Nein. Mit Dattelpalm und einem Kanal in der Nähe. Aber das Haus ist runtergekommen. Ich gehe mit Jawan. Hey, wie tief die Großen gesunken sind. Das schickst du. Keiner mitbekommen, sehr gut. Falsche Taste. Na, einer von euch? Wer hat Bock? Wer traut sich? Was hat er überhaupt auf dem Rücken? Was ist denn das? Na, wer wird als nächstes? Ich weiß nur, dass die kriegen alle mit, ob nur einer kommt. Aber hey, ist okay so für mich, ne? Ah, da haben jetzt schon, hat jemand schon ein bisschen Blut geleckt. Und du auch noch? Ihr seid Trottel, wisst ihr das? Oh, das ist der Schatz. Oh, Verbesserungsplan für das Schwert der Verborgenen. Das Schwert der Verborgenen haben wir ja schon. So. Bin eine Möglichkeit, Admiral Nadia herauszulocken. Ja, gucken wir mal. Schlecht. Mach das. Viel Spaß. Dabei. Okay, Vogel. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ist er los? Das ist nur die Möglichkeit, okay.
Na, traut noch jemand her? Hier ist weiter hinten, kommt doch mal her. Was ist da unten? Achso, der ist der Schild hier drin, verstehe. Komm mal her. Komm mal raus. Zack und zack. Zack und zack. Ja, was ist mit der Möglichkeit, Lo? Sei meine Augen, Enkidu. Kann man das Schiff kaputt machen oder was? Wenn es dein Schiff ist und in dem das Schiff heilig ist, dann ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ihn rauszulocken, ne? Schön rübergezogen, geil. Was? Gleich verstummst du! Das ist tödlich, nicht so, ne? Ich wollte eigentlich. Eine Rauchbombe schmeißen, aber egal. Was mit dir da unten? Weg mit dir. Keiner mehr raucht dich. Ich hoffe, vielleicht deine Familie, aber die ist egal. Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Ah, okay, ja, verstehe. Kann ich einfach eine Fackel von mir nehmen, so? Und die dann einfach hinlegen? Oder mich selbst anzünden und dann brennt da hinlaufen? Soll jetzt verbrannt, hä? Ich verstehe das nicht. Wir sollten das richtige Schiff verbrennen. Komm raus! Baden wir in Blut! Ja, Leute, das richtige Brot verbrennen? Keine Ahnung. Ich soll wirklich, glaube ich, das richtige Schiff zerstören, Lona. So.
Da ist der Penner auf jeden Fall. Ja, wir haben Wurfmesser. Oder Redmin. Kriegelt das Lager an und findet den Schuldigen. Niemand, der die Hand gegen mich erhebt, darf entkommen. Ich habe nicht 100 Seeschlachten überlebt, um mich beleidigen zu lassen. Findet die Hunde und das Lager. Hast du das gehört? Ja? Weg mit dir. War auch wieder sehr spektakulär, ne? So, ich schau mal ab, ne? Macht, was ihr nicht lassen könnt, ich bin weg. Ich bin weg. De. Aus Deutschland. Ein Brief von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Zwei Fertigkeitspunkte, aber ich glaube, wir brauchen noch zwei weitere. Ne? Ich will hier auf den sparen, so noch den leichten Kundschafter. Kehre zu Fulat zurück. Machen wir das mal noch in der Folge. Nimm die Sidestep-Karten in die Welt von Assassin's Creed R. Mirage ist gigantisch und voller interessanter Ausblick, Charaktere und Gelegenheit. Nimm dir Zeit, neue Autos zu erkunden. Okay, mach ich. Durchraschen. Okay. Was hab jetzt auch erst zwei, ne? Ich sollte zu Fulat. Also muss er noch mehr sparen, so. Naja. Hallo. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jasur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dechwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jasur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dechwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dechwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dechwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Alles klar. Es wird geschehen. Aber liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge, ne? So, wir haben noch Bock. Ich hab das auf jeden Fall. Tschüss. Mensch, 10 Sekunden, ne?